Der griechische Begriff wird diatribä ausgesprochen, mit einem betonten langen Ä hinten. Der Wortakzent ist dann beim Eindeutschen allerdings gesprungen. Wir sagen auf Deutsch Diatribe. Der Akzent im Deutschen sitzt also auf der vorletzten Silbe und außerdem ist auch das Ö hinten ein kurzes. Also vom griechischen Diatribä zum deutschen Diatribe.